Großer Gruß mit Freude zu Zukunft an Erde. Ja, ihr habt richtig gehört, ich bin nicht der Felix, den ihr sonst so kennt. Ich bin der Felix aus dem Jahr 2121. Und das hier, das ist die Megacity, in der ich lebe. So sehen unsere Städte heute aus. Inzwischen leben über 10 Milliarden Menschen auf der Erde und die meisten davon in großen Megastädten. Alles total grün hier, die Vögel zwitschern. Ich finde, es ist super dufte. So oder so ähnlich oder vielleicht auch ganz anders könnte auch eure Zukunft aussehen. Wobei 2016, da hattet ihr ja noch ein paar Probleme. Ich weiß schon, wen ich da nachfragen kann. Hey Leute, was guckt ihr denn Schönes? Schon das Klonschau. Oh cool, aber könnte ich mir Isa ganz kurz mal ausleihen? Sorry. Na gut. Cool, danke euch. Isa? Ja, Felix? Das Jahr 2016. Wie sahen denn damals solche Megacities aus? Moment, ich durchsuche das Archiv. Danke. 2016. Gut die Hälfte der Menschen lebte damals in Städten. Es gab knapp 30 Megastädte mit über 10 Millionen Einwohnern. Zum Beispiel Bangkok, New York oder Seoul. Ein Problem, das heute längst gelöst ist, war damals der Müll. Weil alles verpackt war und viel weggeworfen wurde, entstanden riesige Mengen Abfall. Vor allem in den Städten. Der Müll wurde gesammelt und auf große Deponien gekippt. Wie hier. Das meiste wurde aber verbrannt. In Europa wurde zwar auch Müll recycelt, aber nur ein Drittel davon. Viel Müll landete auch in der Natur. Ihr die Müllberge gesehen? Wo waren die denn? Mitten in der Stadt? Nee, meistens eher am Stadtrand, also außerhalb der Stadt. Krass. Warum haben die das denn weggeschmissen? Da war doch Plastik und Metall dabei. Voll wertvoll. Wohl wahr. Das wussten viele Menschen damals auch schon. Es gab nur noch nicht die Möglichkeiten, alles zu verwerten. Das ist total abgefahren. Zum Glück haben wir heute Mülldrohnen. Ey Jungs, ihr habt alle weggefuttert, schon leer. Mist, die Holochips sind so lecker. Jedenfalls, diese Mülldrohnen, die zerlegen den ganzen Müll in seine Einzelbestandteile. Das heißt, Glas zu Glas, Plastik zu Plastik. Den ganzen Müll in seine Einzelbestandteile. Das heißt, Glas zu Glas, Plastik zu Plastik und Plumium zu Plumium. Felix, Plumium war damals noch nicht entdeckt. Ja, sorry. Auf jeden Fall verwenden wir heutzutage allen Müll wieder, zu 100%. Felix, ich könnte dich doch mal ins Jahr 2016 beamen. Da kannst du dir die Vergangenheit mal live angucken. Echt jetzt? Boah, voll cool. Ja, du bist Mr. Beam. Ja, ich bin Mr. Beam. Isa, wo soll's denn genau hingehen? In eine Stadt, in der schon damals wie heute der Müll als Rohstoff genutzt wurde. Eine Zeitreise also. Gut, dann brauche ich nur noch meinen Beamhelm. Zeitreise für Mr. Beam ins Jahr 2016 nach Hammarby in Schweden. Kann losgehen, Isa. Gute Reise. Oh Gott, der ist jetzt wirklich weg. Wow, wow. 2016. Gerade noch bei Isa auf dem Interface. Jetzt in Wirklichkeit, hoffe ich zumindest. Das ist also Hammarby, ein Stadtteil von Stockholm. Hier soll ich Jonas Törnblom treffen. Hallo, großer Gruß mit Freude. Das ist ja interessant. Hallo. Hallo, grüß dich. Du siehst ja toll aus. Ja. Kommst du näher? Dankeschön. Ein bisschen weiter weg. Aber eigentlich bin ich ja gekommen, um euer Müllsystem zu sehen. Kein Problem. Ich habe Müll mitgebracht. Sollen wir es anschauen? Gerne. Überall stehen hier solche Röhren. Was macht ihr damit? Ja, da tun wir den Abfall rein. Hier zum Beispiel ins Blaue tun wir Papier. Und das Papier wird nachher recycelt und wieder neues Papier rausgemacht. Einfach rein. Und in Grün tun wir Biomüll. Biomüll? Was ist das denn? Das sind ja Essensreste. Ja, und da tun wir was ganz Tolles draus. Okay, also hier rein, ja? Ja, und in den Grauen kommt der Restmüll. Restmüll, also alles, was übrig bleibt dann quasi. Ah ja, das ist so Plastik, Textilien. Oh, das ist cool. Darf ich das behalten? Ja, absolut, kannst du. Historisches Spielzeug. Das ist eine Antiquität. Super. Ja, alles hier rein. Sehr schön. Wohin fällt denn der ganze Müll? Das zeige ich dir. Da soll ich runter. Jawohl. Ah, okay. Hier kommt also alles an, ja? Genau.
Ja, okay. Da kommen die Rohre runter und dann... Boah, ganz schön eng hier unten und ich sehe nur Rohre. Ja, aber ich zeige dir besser mit der Grafik. Komm mal hoch. Ah ja, cool, super. Ja, unter der Stadt läuft ein Rohrsystem und da fällt der Abfall rein und wird abgesaugt. Quasi wie so ein Staubsauger, ja, so und weg. Ja, ungefähr, ja. Und wie schnell ist das? 70 Stundenkilometer. Krass, das ist ja super schnell. Ja, und in dem Haus kommt der ganze Abfall aus den Rohren an. Der Restabfall landet in diesem Container, der Biomüll in diesem Container. Ah, dann ist der fürs Papier der dritte, ja, wo die Zeitung landet. Richtig. Ja, und wenn der Container voll ist, dann wird er abgeholt vom LKW. Wo kommt der dann hin? Das zeige ich dir gleich. Die verwerten nämlich den Abfall zu 100%. Ja, das kenne ich von zu Hause auch. Aber sag mal, hier diese Interfaces, die sind ja richtig zum Anfassen. Das ist ja abgefahren. Naja, also fangen wir mit dem Restabfall an. Aha. Der Restabfall landet im Heizkraftwerk. Ja, dort wird er verbrannt, Strom und Wärme wird erzeugt. Der komplette Strom, den wir hier im Büro benutzen, kommt aus dem Müll, den wir angesammelt haben. Und was passiert mit dem ganzen Biomüll? Ja, Biomüll landet in der Biogasanlage. Biogas ist ein super Treibstoff, den benutzen wir auch, das kenne ich. Zum Beispiel verwenden wir das für das Kochen und auch für andere Zwecke. Oho. Ja, danke für die Spende, das machen wir auch Biogas. Echt jetzt? Jawohl. Ja, war mir eine Freude. Das Abwasser landet in der Kläranlage. Und da machen wir auch Biogas draus. Wow, das ist dann noch mal Zusatzenergie. Was macht ihr mit der? Da machen wir was ganz Spezielles. Damit betanken wir die Busse der Stadt. Mit dem Biogas, ja? Ja, das ist der Treibstoff, mit dem die Busse fahren. Biogasbusse, finde ich stark. Eine wirklich gute Idee. Die Energie für den Bus kommt aus dem Biomülleimer und aus dem Klo. Fast so gut wie bei uns in der Zukunft. Allerdings fahren hier trotzdem noch wahnsinnig viele von diesen altmodischen Autos rum. Jonas, das war der Hammer. Meine erste Busfahrt, dieses ganze Müllsystem. Danke dir, das war echt stark. Tschüss. Danke. Und dir eine gute Weiterfahrt. Danke, tschüss. Das verwirrt mich. Zeit für die Heimreise. Schön war es in Schweden. Wie gut, dass ich kein Biogas brauche für meine Reise, sondern nur Isa. Vielen Dank und Abflug. Und hier ist er wieder. Hallo Felix. Hallo Felix. Hi. Wir haben alles gesehen. Krass, die sind früher alle auf dem Boden rumgefahren. Ja, verrückt, vor allem diese Autos. Isa. Sofort. Hier ein paar Mini-Autos für euch. Was? Ja, so sahen Autos aus. Völlig crazy und da war ein Verbrennungsmotor drin. Da hat man einen Stoff verbrannt, damit die Autos dann Energie zum Fahren haben. Echt? Krass. Das Problem war, durch das Verbrennen entstanden dann Abgase und die kamen hinten aus dem Auto raus. Da war wenig Gutes drin, eigentlich gar nichts. Diese Abgase waren extrem gesundheits- und vor allem umweltschädlich. Und von diesen Autos gab es eine ganze Menge. Isa? Leider gab es nur wenige umweltfreundliche Fahrzeuge damals. Da fast jeder ein eigenes Auto besitzen wollte, gab es oft kilometerlange Staus. Viele Menschen brauchten Stunden, um durch die Stadt zur Arbeit zu kommen. Wow, unglaublich. Durch die vielen Abgase wurde die Luft in den Städten so schlecht, dass die Menschen manchmal sogar Atemschutzmasken tragen mussten. Ach echt? Krass. Das waren eben noch ganz andere Zeiten damals. Wie haben die das denn alles hinbekommen? Die hatten damals auch schon ganz gute Ideen, aber Isa, du kannst uns da mehr erzählen. Ja. Dieser Hypergeschwindigkeitszug zum Beispiel konnte locker 1200 Stundenkilometer schnell werden. Er glitt durch eine Röhre, in der die Luft abgesaugt wurde. So gab es kaum Luftwiderstand und das machte ihn so schnell. Seine Motoren wurden mit umweltfreundlicher Sonnenenergie angetrieben. Die Luft blieb dabei sauber. Und was wurde aus den vielen Autos? Gute Frage, keine Ahnung. Aber ich finde es für euch raus und natürlich auch für euch zu Hause. Und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Da erfahrt ihr dann, welche Lösungen sich hier bei uns in der Zukunft durchgesetzt haben. Bis dahin, tschüss! Tschüss! Erde anzukommen.